Okay, People, wir starten erst mal mit einem kleinen Warm-up. 5 Minuten und es geht auch schon direkt los. Es geht los mit einem World Greatest Stretch. Wir machen einen Riesenschritt. Beide Hände neben den Fuß auf dem Boden, linker Fuß vor und dann mit dem linken Arm Ellbogen schön runterziehen und wieder hoch. Schön runterziehen und hoch. Okay, abwechselnd. Atmen nicht vergessen. Ellbogen runter und hoch. Schön tief runter. Nehmt die Hüfte mit. Jawohl, atmen nicht vergessen. Wir machen noch eine Wiederholung und dann wechseln wir die Seite, andere Fuß vor. Wir arbeiten mit dem anderen Arm und dann Ellbogen wieder reinziehen und raus. Folgt der Hand immer mit der Nase. Schön tief. Ja, ich wette, einige von euch können tiefer als ich. Ja, ihr dürft ruhig angeben. Tief runter. Okay, so, dann stellen wir uns nochmal hin, mobilisieren nochmal ein bisschen die Arme und die Schultern, große Kreise, vorne hoch, weit nach hinten ziehen, jawohl, macht euch schön groß, schön lang, schön breit, jawohl. Okay, gut. Dann geht's los. Und zwar starten wir mit einem Squat to Reverse Lunge. Einmal Squat und nach hinten. Dann wieder Squat, anderes Bein nach hinten. Okay? Squat, Reverse Lunge, Squat und zurück. Jawohl. Kommt hier mal wieder schön in die Streckung hoch. Jawohl. Bisschen noch. So, gleich gehen wir in den Mountain Climber. Gleich geht's runter. Und ab geht's. Und runter in den Plank. Und schön die Knie abwechselnd an die Brust. Jawohl. Dabei atmen nicht vergessen. Die Hände sind unter den Schultern. Okay, jetzt mal ein bisschen schneller, ein bisschen schneller, ein bisschen anziehen. Okay, sehr gut. Oh, merkst du schon was? Ja. Okay, gut, sehr schön. Weiter machen wir mit Jumping Jacks. Die Arme seitlich, Beine seitlich. Okay, merk schon, mein Puls steigt. Und jetzt nach vorne und nach hinten. Jawohl, bisschen noch, bisschen noch. Okay, super. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen den Rücken aktivieren. Dazu gehen die Hände vor die Brust. Wir beugen uns nach vorne, Daumen nach außen. Wir strecken, wir heben die Arme und ziehen dabei die Schulterblätter hin. Schön zusammen, okay? Achtet hier, habt den Fokus hier auf die Schulterblätter. Zieht die richtig schön zusammen hinten, ohne ins Hohlkreuz zu kippen, okay? Und atmen. Atmen. Jawohl. Sehr gut, Leute. Das ist erst der Anfang. So, gleich gehen wir in den Side-to-Side-Plank. Wechseln von einer Seite in die nächste. Und noch einmal. Yes, okay. So, wir gehen jetzt hier in den Sideplank, die Füße nebeneinander. Und dann wechseln wir mal von Seite zu Seite. Okay, seid ihr bereit? Vorne und die andere Seite. Ja, weil den Arm immer schön heben. Yes. Nathalie, geht's noch? Gerade eben so. Okay. Ich glaube, ich breche gleich ab. Ja. Lass dich hier allein. Sehr schön. 10 Sekunden noch. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Wow. Okay, Leute,
Das wäre es der Anfang. Gleich geht's jetzt richtig los. Wir freuen uns auf euch. Los geht's. Tag 1, Full Body. Jetzt geht's los. Wir machen 4 Durchgänge, 5 Minuten. Okay? Jede Übung wird 40 Sekunden lang dauern und wir machen immer 20 Sekunden Pause. Das Einzige, was wir brauchen, sind Gewichte. Wenn ihr keine Gewichte habt, haben wir auch Optionen ohne Gewichte oder ihr nehmt ein Gewicht, okay, als Option. Die Option wird Nathalie uns immer schön vorzeigen und ich zeige die Hauptübung, okay? Wir fangen gleich an mit Squat Overhead Presses, das heißt, wir schnappen uns beide Gewichte. Oder Nathalie kann gern ein Gewicht nehmen. So, und dann nehmen wir die Hände auf Schulterhöhe und wir fangen an in 3, 2, 1. Los geht's. Aus der Kniebeuge die Hände über den Kopf strecken. Okay, einatmen, ausatmen, Bauch anspannen, über den Kopf. Okay, push. Tief runter und press über den Kopf. 20 Sekunden haben wir geschafft. Okay. Sehr gut. Denkt hier immer schön an die Bauchspannung. Geht tief mit dem Po runter. Noch 5 Sekunden. 3, 2, 1. Okay. Super. Als nächstes geht's in den Renegade Plank. Entweder mit Hanteln oder ohne. Dazu gehen wir runter. Stützen uns auf die Hanteln, gehen in die Plank Position und es geht los in 3, 2, 1. So, jetzt ziehen wir abwechselnd den Ellbogen schön hinter den Rücken. Ja, Nathalie macht es ohne Gewichte. Jawohl, trotzdem die gleiche Übung. Yes, Bauch bleibt fest angespannt. Hüfte so gut es geht fixiert. 15 Sekunden noch, komm. 3, 10. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Atmen durch, 20 Sekunden. Weiter geht's gleich mit einem Reverse Lunge mit Rotation. Ich mit Hantel, Nathalie ohne. Okay, seid ihr bereit? Machen den Schritt immer schön nach hinten in 3, 2, 1 und los geht's. Und wir rotieren immer zum vorderen Bein. Stimmt. Genau. Jawohl. Schön rumziehen. Yes. Sehr gut. 15 Sekunden. Ah, komm mal, noch 10. Schön rum. Yes. 3, 2, 1. Alright. Yes. Huh. Das war schon mal richtig gut. Weiter geht's mit einem Deadbug. Davor geht's auf die Matte. Wir legen uns hin. 2 Varianten wieder. Einmal arbeiten wir diagonal. Und dann, Nathalie, wird nur die Beine bewegen. Die Arme bleiben oben. Arme, Beine gestreckt nach oben. Und jetzt lassen wir ein Arm, ein Bein diagonal runter. Rest bleibt oben. Nathalie bewegt nur die Beine. Die Schultern sind etwas in der Luft. Jawohl. Sehr schön. Die Hände wollen immer zu den Füßen. Presst den unteren Rücken fest in die Matte. Atmen jetzt, Leute, atmen. 15 Sekunden noch, komm. Ready? 3, 2, 1. And recover. Yes. Bisschen. Gleich geht's in die letzte Übung. Die machen wir wieder mit den Hanteln. Es geht in den Dead Row. Ja, Nathalie macht den Lift dazu. Das heißt, sie schnappt euch die Hanteln. Gegebenenfalls könnt ihr natürlich immer Wasserflaschen nehmen
Okay, ich mache nur ein Dead Row. Natalie mit Lift dazwischen. 3, 2, 1. Der Po nach hinten, Rücken gerade und ihr zieht die Ellbogen schön durch. Genau, Natalie macht zwischendurch noch einen Lift und richtet sich komplett auf, beugt sich wieder vor und zieht dann Schulterblätter hinten schön zusammen. Yes, 20 Sekunden noch, komm. Yep. Oh. Und die letzten 10 Sekunden. Puh. Die letzten 3, 2, 1. Und kurze Pause, 1 Minute. Das Ganze wiederholen wir jetzt noch einmal. Danach kommt Natalie nach vorne und macht auch noch mal 2 Blöcke mit anderen Übungen. Okay? Okay, atme noch mal durch. Trink noch mal einen Schluck. Das ist eine gute Idee. Ein bisschen Merch. So. Alles gut, Natalie? Mhm. Hast du noch Lust? Ja, klar. Ja, Hammer. Kann ewig so weitermachen. Aha. Okay, zweite Runde, nochmal das gleiche. Wir starten wieder mit Squat Overhead Presses. Schnappen wir uns die Hanteln. Muss aber mal schwere Hanteln nehmen. Ja, das sagt der Richtige, ne? Okay. Alright, ready? 3, 2, 1. Und es geht tief und hoch. Atmen, Bauch anspannen, Po anspannen und press. Come on. Yes. Sehr gut. Yes. 15 Sekunden noch. 10. 5, 4, 3, 2, 1 and down. Super. Ah, Weine geht es mit Renegade. Die Hanteln brauchen wir noch. Zumindest ich. Natalie macht sie ohne Hanteln. Okay. So, Kinas. Oh. Seid ihr bereit? Yes. Okay, in 3, 2, 1. Und los geht's. Die Ellbogen deutlich hinter den Rücken ziehen. Der Körper bleibt möglichst fixiert. Sehr schön. Atme nicht vergessen. Die Hüfte, den Po nicht nach oben schieben. Der bleibt schön möglichst auf Schulterhöhe. Yes. 10 Sekunden. Come on, come on, come on. Die letzten. 3, 2, 1. Okay, super. Weiter geht's wieder mit den Reverse Lunge. Mhm. Mit Rotation. Ich mit, du ohne. Ja. Okay. Let's get ready. In 3, 2, 1. Und Feuer. Schön den Schritt nach hinten. In die Rotation. Yes. Sehr gut. Leute, strengt euch an. Gebt alles. Keine halben Sachen hier. 15 Sekunden. Come on, guys. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Sehr schön. Kurz durchatmen. Dann geht's weiter mit dem Dead Bug in Rückenlage. Wir arbeiten hier vorne diagonal. Und Natalie bewegt nur die Beine. Are you ready? 3, 2, 1. Und los geht's. Jawohl, die Hände wollen immer hoch zu den Füßen. Diagonal arbeiten, linker Arm, rechtes Bein, rechter Arm, linkes Bein. Sehr schön. Oh. 20 Sekunden haben wir. Puh.
Noch 10. Who's burned? Come on, oh die Schultern, yeah. Oh die Schultern. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, noch einmal in den Dead Row. Beide Hand in Schnappen. Ellbogen durchziehen. Natalie macht den Lift dazu. Mhm. Let's get ready. In 3, 2, 1 und Feuer. Schön durchziehen, die Schulterblätter hinten mit zusammen. Natalie macht den Lift noch dazu. Puh. Yes. Oh. Sehr schön, Natalie. Danke. 20 Sekunden haben wir noch. Ah. Come on. Zieh die Ellbogen durch, der Rücken bleibt gerade, der Bauch angespannt. Letzten 10. 5. Yes. 4. 3. 2. 1. Und recover. Yeah. Wow, sehr gut. Also, atme durch. Noch zweimal. 5 Minuten. Ja. Yeah. Wir tauschen mal. Mhm. Ja, jetzt bist du vorne dran. Lass. Okay, wir atmen noch mal ein bisschen durch. Nimm noch mal einen Schluck. Ihr auch unbedingt. Ja. Gönnt euch die Ruhe, gönnt euch die Pause. Macht euch gedanklich schon mal bereit. Ja. 50% sind schon geschafft, 50% Focus. Haben wir noch vor uns. Okay. Ja, wir starten gleich mit einem In-and-Out. Das bedeutet, wir sind in einer Plank-Position mit gestreckten Armen. Wir springen mit den Armen, mit den Beinen auf und zu, ein bisschen wie im Scissor. Und Chris gibt die Option vor. Ich muss ein bisschen langsamer. Schrittweise, genau. Und dann gehen wir schrittweise auf und zu. Und wir können uns eigentlich auch schon soweit ready machen. Wir sind bei 40 Sekunden Übung, 20 Sekunden Pause. Heroes. 10 Sekunden noch. Wollen wir schon mal langsam? Ja, ne? Ja, gut. Achte drauf, dass der Rückenkopf, dass der eure komplette Hinterseite eine Gerade bildet. Und let's go. Wir springen mit den Füßen auf und zu. Oder wir machen es schrittweise. Der Bauch ist fest. Der Popo ist tief. Die Hände sind schulterbreit auseinander. Und direkt unter den Schultern. Hier raus. Let's go. 20 Sekunden noch. 10. Let's go. 3. 2. 1. Sehr gut, Heroes. Oh, das macht was. 20 Sekunden Pause. Wir schnappen uns in der Zwischenzeit unsere Hanteln und gehen in einen Deadlift to Squat. Chris macht euch die Option mit einer Hantel vor. 3, 2, 1. Wir kommen runter mit der Hantel zur Schulter. Tief in den Squat und direkt wieder runter in den Deadlift mit der Hantel zur Schulter, Popo tief, Zehenspitzen zeigen leicht nach außen, der Rücken ist gerade, sehr gut. Und optional macht ihr das Ganze mit einer Hantel. Atmen nicht vergessen, Rücken schön gerade lassen, sehr gut, Heroes. 10 Sekunden noch. Komm, dranbleiben. Noch 7, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut, Heroes. 20 Sekunden durchatmen. Und dann lassen wir die Hanteln in der Hand und kommen in die Arnold Press. Das heißt, wir schieben unsere. Das war das Mikro. Die Hanteln von hier nach oben und wieder nach vorne. In 3, in 2, in 1. Let's go, Heroes. Wunderbar. Hoch und wieder nach vorne. Und hoch und wieder nach vorne. Sehr gut, Heroes. Die Beine sind schulterbreit auseinander und leicht angewinkelt die Knie. Ihr führt die Hanteln
vor dem Gesicht zusammen, bringt sie nach unten, dreht nach auf, dreht nach außen und die Handeln gehen Richtung Decke. Und dabei sollte euch schön warm werden. 10 Sekunden noch. Optional macht ihr das Ganze mit einer Handel. 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut, Heroes. Wir lassen die Handeln einfach in der Hand. Oder ihr lasst sie liegen, so wie Chris. Dann gehen wir mit den... Die Füße gehen schön weit auseinander, weil wir gehen in einen Side-to-Side-Lounge. Die Handeln kommen auf die Schulter und wir gehen runter. In 3, 2, 1. Let's go zur rechten Seite rüber. Kommen in der Mitte kurz hoch und zur linken Seite rüber. Den Po schieben wir nach hinten raus. Die Knie schauen nach vorne. Die Hüfte richten wir auf, wenn wir oben sind. Genau. Und dann schieben wir den Popo wieder schön nach hinten. Alternativ macht ihr das Ganze mit einer oder mit keiner Handel. Noch 7 Sekunden. Ja, was das schafft ihr? Der Popo geht schön weit nach hinten. 2, 1. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Letzte Übung für diesen Block. Startet in 15 Sekunden. Die Ex-Mountain Climber. Mountain Climber kennt ihr alle. Die gehen eigentlich parallel zum Boden, ist das Schienbein. Aber diesmal ziehen wir das rechte Knie zum linken Ellenbogen und umgekehrt. Und das machen wir auch schon jetzt. Komm Leute, letzte Runde. 3, 2, 1. Let's go, Heroes. Und ich will schön Tempo sehen. Der Popo ist tief und die Knie arbeiten. Puh. Let's go, Heroes. Komm, 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 komm. 20 Sekunden noch. Hälfte geschafft. Popo tief. Eyes on the prize. Come on, Heroes. 3, 2, 1. Hey. Wow. 1 Minute Pause. Sauber. Ja, nicht schlecht. Letzte Runde steht uns bevor. Right. Ja. All die Kraft, die ihr noch überhaupt. Jetzt ist der Zeitpunkt, sie freizusetzen. Wir sind hier nicht gekommen, um alle im Energiesparmodus zu arbeiten. Wir wollen Heroes werden. Wir wollen Heroes bleiben. Und genau deswegen hauen wir jetzt nochmal alles raus. Wir starten gleich nochmal mit den In-N-Outs. Aber erstmal trinken wir was. Erstmal trinken wir was. Wie geht's dir? Bisschen geht noch. Mhm. Sehr gut. 20 Sekunden noch, Heroes. Stupft euch den Schweiß von der Stirn, vom Rücken, von den Armen. 10 Sekunden noch, In-N-Outs. Chris macht die Option vor. Wir achten drauf. Der Popo ist schön tief und die Beine gehen auf und zu. In 3, 2, 1. Let's go, Heroes. Komm, letzter Block. Wir fokussieren uns. Und wir ziehen durch. Popo ist tief. Der Kopf ist die Verlängerung eures Rückens. Sehr gut, Heroes. Komm, noch 20. Atmen nicht vergessen. Und 10. Und 5, 4. 3, 2, 1. Ui. Wow. Hey. Das wird nicht leichter, ne? Nee, nicht wirklich. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Aber jetzt sind wir schon mal dabei. Dann bleiben wir auch da. Deadlift to Squat. Ihr erinnert's noch? Wir gehen in den Deadlift. Von dort aus in den Squat. Optional mit einer Hantel. Aber wir bleiben erstmal mit 2. Und wir probieren, soweit es geht. In 3, in 2. In 1, ab in den Deadlift. Rücken ist gerade, Handeln Richtung Schulter. Und den Popo schön tief zum Boden. Und das wiederholen wir jetzt für eine ganze Weile. Aber auch nicht zu lang. Dann haben wir noch ein bisschen was vor, ne? Na, mir was. Bisschen geht noch was. Ihr macht das super. Puh.
Atmen nicht vergessen. Puh. Und ja, mir war 15 Sekunden noch. Fast geschafft. Sehr gut, Heroes. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Kleine Pause. Wir sammeln uns, stellen uns hin, Füße schulterbreit auseinander, Knie zeigen nach vorne und wir kommen wieder in die Arnold Press. Wir haben noch ein kleines bisschen. Wir warten noch 5, 4, 3, 2, let's go. Schultern, nee, nicht die Schultern, sondern die Hand in Richtung Decke. Genau, und vor der Brust wieder zusammen. Optional machen wir das Ganze mit einer Hantel, dann achtet mit Chris auf Chris und ansonsten geht ihr mit mir. Denkt dran, der Bauchnabel, den zieht er zur Wirbelsäule. Der Bauch ist fest, ganz egal, was wir machen. Die Beine sind auf Spannung, der Popo ebenfalls. Und aktiv arbeiten jetzt die Arme. Ein bisschen noch, 4, 3, 2, 1. Sehr gut, Heroes. Puh. Sehr, sehr gut. Wir lassen die Hanteln bei uns. Außer ihr geht mit Chris, dann lasst ihr sie auf dem Boden. Ihr droppt die Hanteln, geht schön weit auseinander. Die Knie zeigen nach vorne. Hanteln positionieren wir auf den Schultern. Und wir gehen nach rechts in 3, in 2, in 1. Let's go, Heroes. Wir gehen in den Lunge. Oberkörper geht nach vorne, Popo geht nach hinten. Die Hüfte richtet sich auf in der Mitte. Und wir gehen wieder rüber. Und wir gehen schön tief. Sehr gut, Heroes. Atmen nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob ich das euch oder ob mir sage. Ich glaube, uns beiden. Bisschen geht noch, Heroes. Push it. Push it. Genau, wir haben alle ein Ziel. Und noch 3, 2, 1. Sehr gut, Heroes. Wisst ihr was? Ich habe richtig gute Nachrichten für euch. Letzte Runde. Und da will ich voll das sehen, ja? Macht es für euch. Ihr macht es nicht für uns, ihr macht es für euch. Am Ende zahlt sich das auf eurer Waage, in euren Klamotten, in eurem Spiegel, in eurem Kopf aus. Also, letzte Runde. Auf geht's. Ex-Mountain Climber. Wir bringen das linke Knie zum rechten Ellenbogen und umgekehrt. In 3, 2, 1. Let's go. Wir machen schön Druck. Wir geben richtig Power. Optional geht ihr mit Chris. Das heißt aber nicht, dass es weniger anstrengend ist. Auch da gibt's ordentlich Power. Huh. Huh. Let's go, Heroes. Komm. Noch 20. Huh. Heroes. Gib Gas. Gib Gummi. Komm. Huh. Noch 3. Noch 2. Noch 1. Recover. Sehr gut, Heroes. Sauber, sauber. Wow. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr schwitzt. Ich hoffe, euer Puls ist schön weit oben. Eure Beine brennen. Popo auch. Kopf ist glücklich. Wir sehen uns zum Cooldown. Bis gleich. Heroes, sehr, sehr gute Arbeit habt ihr geleistet. Und dadurch habt ihr euch jetzt auch das Cooldown verdient. Wir regulieren unseren Puls. Wir bringen die Herzfrequenz runter. Ihr braucht dafür nichts. Ihr braucht nur eure Matte, euch selbst, einen tiefen Atem. Und wir positionieren uns jetzt auch schon auf der Matte. Und wir starten in 3, in 2, in 1. Wir nehmen die Füße schulterweit auseinander. Und jetzt atmen wir erstmal ein durch die Nase. Wenn wir oben angekommen sind, durch den Mund wieder aus. Wieder ein. Wieder aus und noch ein letztes Mal. Wir atmen ein und diesmal gehen wir nicht in die Knie. Wir lassen die Arme einfach ein bisschen schütteln, ausschütteln. Wir nehmen das rechte Bein, positionieren sie, das Bein hinter dem linken Fuß und wir strecken uns einmal rüber zur linken Seite. Wir spüren die Streckung hier vom Arm bis runter zur Hüfte.
Und wir genießen diese Streckung auch. Wir atmen da einmal tief rein in die Streckung, kommen wieder raus und gehen rüber auf die andere Seite. Strecken uns schön einmal weit rüber zur rechten Seite. Zieht noch einmal ein kleines, sanftes bisschen nach. Kommt runter. Platziert die Beine parallel zueinander. Dann drehen wir uns einmal Richtung Matte. Kommen mit dem Oberkörper nach vorne und strecken uns einmal so tief, wie wir können. Ihr müsst nicht unbedingt mit den Händen bis zum Boden kommen, auch wenn ihr bis hier kommt. Hauptsache, ihr spürt die Streckung hinten im Bein. Lasst den Kopf Richtung Boden senken. Genau. Atmet ein, atmet aus und kommt ganz langsam nach vorne gekrabbelt mit euren Händen. Fast als würden wir in den herabschauenden Hund gehen, das machen wir aber nicht. Wir kommen in die Plank, wir nehmen das rechte Bein nach vorn und wir stretchen uns einmal. Wer mag, kann auch mit den Ellenbogen runter Richtung Boden gehen. Hauptsache, ihr spürt hier die Streckung. Atmet tief ein in die Streckung und genießt es. Ihr habt hart gearbeitet. Und da ist das Stretching umso wichtiger. Wir nehmen das Bein nach hinten und das entgegengesetzte Bein. Das linke kommt nach vorne. Sehr gut, Heroes. Wer mag, kann auch hinten den Fuß ablegen, falls es zu anstrengend sein sollte. Ansonsten bleiben wir hier. Sehr gut, Heroes. Wir nehmen den Fuß nach hinten. Und jetzt kommen wir in die Cobra. Wir versuchen, die Hüfte abzulegen. Wir gehen sonst gegebenenfalls nochmal runter. Und dann drücken wir uns ab. Nehmen das Kinn mit nach oben. Wir strecken unsere Bauchmuskeln. Sehr gut, Heroes. Wir setzen unsere Füße auf und wir kommen wieder zurück. Wir laufen mit den Händen wieder zurück. Wir lassen uns hier nochmal ganz kurz durchhängen. Und dann bringen wir die Füße langsam wieder zusammen und atmen ein, strecken uns Richtung Decke. Ich nutze die Zeit, um mich wieder zu euch zu wenden und dann lassen wir die Arme noch mal ein bisschen kreisen. Sehr gut, nach hinten, nach vorne und wir nehmen den rechten Arm, schieben ihn rüber zur linken Seite. Und strecken ihn. Spürt die Dehnung bei euch oben in der Schulter. Und dann wechseln wir einmal die Seite. Einmal rüber. Sehr gut, Heroes. Lasst die Arme kurz runter. Leicht ausschütteln und dann nehmen wir nochmal den Ellenbogen, den rechten Ellenbogen, ziehen mit der linken Hand ein kleines bisschen nach, ganz sanft, nicht zu doll. Sehr gut, Heroes. Dann wechseln wir noch einmal die Seite. Linker Ellenbogen, rechte Hand. Heroes, wir strecken uns noch einmal Richtung Decke. Wir kommen dafür auf die Zehenspitzen und lassen uns einmal Richtung Boden fallen, atmen dabei aus. Und das Ganze machen wir noch zweimal Richtung Decke und ausstrecken. Einer geht noch. Sehr gut, Heroes. Und lasst euch fallen. Alles raus. Gebt euch selber einen dicken Applaus. Ihr habt es super gemacht, Heroes. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns morgen wieder. Let's get ready to do this. Bye-bye.